Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CS:GO Overwatch hier beim Bubbler. Ich habe hier einen Fall bereits geladen, kurz reingeguckt, es binbottet nicht, macht dafür aber was anderes. Und da schauen wir die ganze Chose rein. Mirage, also wie gesagt, ich weiß schon, was er eben treibt. Ich gucke halt immer rein, dass die Leute nicht spinbotten, weil sonst ist für uns absoluter Quatsch, den Fall zu snacken. Oh, und wir haben hier übrigens gerade den Demo-Lag auch am Start. Da können wir direkt hier live noch CL-Interpolate 1 eingeben. So, und jetzt sollte die ganze Chose flüssig laufen. Jawohl. Ja. Das Thema heute, oder die Frage heute vielmehr an die Cheater, an die Cheat-Community, an die Leute, die hier bei uns reingucken, also auch eben Cheat-Entwickler, Leute, die Cheats nutzen oder Leute, die einfach nur informiert sind, ist direkt hier zu Anfang ausgesprochen. Und zwar, was zahlt man aktuell für einen ganz guten Cheat? Ich habe mich selbst ein bisschen eingelesen, aber wirklich nur minimal, und habe dann auch am Ende gemerkt, dass das ein Artikel von 2016 war, also schon ein bisschen arg veraltet. Da ging es um einen Cheater-Hersteller oder Cheat-Entwickler und auch Anbieter eben, der das Ganze auf Abonnementbasis macht, bei dem man wohl 15 bis 20 Euro jeden Monat zahlt, um diesen Cheat zu benutzen. Da ging es dann um einen Vision Assist und um einen Aim Assist, der damit dabei ist. Meine Frage geht aber noch etwas genauer ins Detail, und zwar, was zahlt man für einen guten Cheat im Moment? Weil, ja, es gibt eben Leute, wir haben es ja die letzten beiden Overwatches, glaube ich, als Thema gehabt, in dem einen sogar als Hauptthema, dass es ja sehr viele Cheater gibt, die eben auch einfach mit Skin spielen, um diesen Nervenkitzel zu haben. Es steht was auf dem Spiel, ich könnte etwas verlieren, falls ich verkacke, falls ich zu obvious reingehe, falls ich dumme Cheats benutze oder so, aber ich denke, das macht man in dem Fall nicht. Aber genau da möchte ich einsteigen und fragen, was man eben gerade da auch empfiehlt, also zumindest an Zahlung. Also wie viel würde man oder wie viel gibt man im Moment aus, um einen Cheat oder eben ein ganzes Angebot von Cheats zu nutzen, mit dem man möglichst sicher ist. Gerade wenn man ein Inventory hat mit 200, 400 oder 1000 Euro Value oder sogar noch mehr. Es gibt Cheater, die mit so viel rumhampeln und wohlgemerkt eben nicht mit geklauten Accounts, sondern mit gekauften Accounts, sondern tatsächlich mit ungebannten, nicht trade-gebannten Accounts mit so einem Value. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann natürlich, gerade weil man sowieso schon so viel Geld auf seinem Inventory oder auf seinem Spielkonto, sag ich mal, hat, dass man dann natürlich nicht den billigsten Cheat nimmt. Ich kann sehr schlecht einschätzen, ob diese 10 bis 20 Euro realistisch sind oder ob man da eher ein bisschen mehr hinlegt oder ob es bereits komplett ausreicht, mit so einem Abonnement, sage ich mal, rumzudödeln. Das ist übrigens sehr irritierend, sein Crosshair-Placement, richtig eklig. Ja. Er sucht irgendwas auf dem Boden. Mittlerweile habt ihr es wahrscheinlich auch selbst schon gemerkt, was hier bei ihm am Start ist. Also es ist auf jeden Fall ein Vision Assist mit dabei, passend zu dem eben Gesprochenen. Bei Aim habe ich noch nicht drauf geachtet. Wie gesagt, beim Durchscrollen habe ich nur geguckt, dass er halt nicht spinbottet. Da habe ich aber auch schon den Vision Assist erkannt. Also hier sieht man es auch schon direkt ganz gut, dass er ziemlich genau weiß, wo die Leute stehen. Und es wird auch später noch ein bisschen obviouser. Bei Aim ist, glaube ich, da muss ich selbst jetzt nochmal aktiv reingucken, ihr natürlich auch gerne mit dran, aber der Vision Assist ist natürlich schon confirmed. Und wie gesagt, die Frage eben an der Stelle offen, was legt man hin für, ich würde die Frage zweiteilen, einmal für sowas, was er hier eben hat, was er hier betreibt, vielleicht kann man das einschätzen, ich weiß nicht, ob man das durch bloß Zusehen einschätzen kann, wahrscheinlich auch sehr schwierig, selbst für einen erfahrenen Cheater, sehr schwierig zu gucken, was für ein Cheat es jetzt genau ist, beziehungsweise von welchem Anbieter der kommt. Aber ja, was zahlt man für sowas und vor allem, was würde ein Cheater, der auch ein Inventory hat, empfehlen, wie viel man hinlegen sollte? Ich denke, niemand sagt, ja gut, wenn du 1000 Euro Inventory hast, such einfach bei Google kostenlose Cheats und leg los. Zumal man da ja mitunter, das haben wir auch schon durch die Cheater erfahren oder durch die Cheat-Community erfahren, die eben auch bei uns so ein bisschen aktiv geworden ist über die Videos, auch ein bisschen über den Discord und sowas oder über Discord-Kontakte, dass es da ja auch viele, ich sag mal, Minenfelder gibt, denen man ausweichen muss oder durch die man tänzeln muss, weil sich eben auch in der Community natürlich Leute gerne gegenseitig selbst pimmeln und man dem einen was schickt und dann ist da halt eine Software mit dabei, die im Hintergrund alles ausliest. Dann hat man seine ganzen Daten oder presst ihn oder sonst was. Ja, also ich denke, dieser Rat kommt wahrscheinlich von niemandem. So von wegen, ja, geh doch einfach auf www.kostenlosencheats.de und lad dir da alles. Lad dir die extra runter und installier sie, bumm. Was zahlt man für was Gescheites? 2016 waren es scheinbar 10 bis 20 Euro. Also dann sagen wir einfach mal 15 Euro. Wie ist es heute? Ist es teurer geworden? Ist es günstiger geworden? In diesem Artikel stand, dass man natürlich, um wirklich was Gutes hinzubiegen, halt mitunter fast die gesamte Struktur des Spiels nochmal selbst sich erarbeiten muss und frisch programmieren muss, damit man eben die Sachen auch dementsprechend gut umgehen kann. Ich denke, da geht natürlich, also ich weiß, dass da sehr, sehr viel Zeit reingeht. Also ich habe ja selbst, komme ja selbst aus der Informatik, jetzt zwar nicht zwingend aus diesem Hackerbereich, aber weiß eben, dass die ganze Programmiererei und so weiter natürlich schon eine ganze, also eine ganze Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, je anstrengender die ganze Sache wird, desto teurer wird natürlich am Ende das Produkt, das ist klar. Und daher noch einmal zum 8. Mal jetzt, was zeigt man da? Pinke-Pinke-mäßig. Er ist jetzt übrigens hier, das ist, ich glaube, wir haben noch 2 Runden, oder? Hat's bei, ich weiß gar nicht genau, hat es bei 0 angefangen schon? Wir haben jetzt wahrscheinlich noch 1, 2 Runden am Start. Und wie gesagt, an der Stelle hätte ich bereits confirmed, dass, ja, also, da haben wahrscheinlich halt alle gesehen, ne, dass da Vision Assist am Start ist. Skinmäßig ist er halt so gut wie nicht ausgestattet. Er hat die seine M4, er hat eine ganz schicke AWP hier, also die Mortis, also ich finde die ganz nice, aber teuer ist die nicht. Ich glaube, die kostet keine 10 Euro. Und ja, bei ihm steht ja nicht viel auf dem Spiel, da kann man natürlich auch sagen, ja, es ist wahrscheinlich irgendein Billo-Ding. Aber wenn man dann eben, wie gesagt, mit richtig dickem Inventory rumrennt, will man natürlich nicht einfach weggenudelt werden, ne? Da will man dann schon, man will sich auf seine Software verlassen und nicht dann nach 1, 2 Tagen gebannt werden. In dem vorletzten Video, unter dem vorletzten Video haben 1 oder 2 oder ich glaube sogar 3 Leute geschrieben, dass sie eben in der Vergangenheit schon gebannt wurden, weil sie zu obvious reingecheatet haben. Ich würde das jetzt fast rausnehmen, diesen Punkt. Also sie haben aus eigenen Angaben eben nicht schlechte Cheats benutzt, sondern die Cheats einfach zu hart genutzt, also zu hart eingestellt oder ja, tatsächlich eben zu oft benutzt, wie auch immer. Ich denke, in dem Bereich gibt es auf jeden Fall Leute, die solche Sachen ja, vorsichtiger nutzen, sinnvoller nutzen und eben auch in Richtung Legit Hacker dann eben gehen und dann nur an gewissen Stellen mal was hinzuschalten oder was ganz leicht hinzuschalten, ne? Dass es auch überhaupt nicht spürbar ist. Ich meine, das hier sieht man halt, was er treibt, ne? Das erkennt jeder Dödel, dass da halt was, ja, dass er da mehr Info hat, als er eigentlich haben sollte. Achso, und da fällt mir ein, natürlich haben wir noch die Auflösung vom letzten Mal. Da habe ich, glaube ich, nur Vision Assist gedrückt. Einige in den Kommentaren haben das auch geschrieben, der hat auf jeden Fall Vision gehabt. Manche haben auch geschrieben, wahrscheinlich auch Aim und vielleicht sogar Bunny Hop, aber ich glaube, dass, ja, da kann ich mich nicht erinnern, dass ich es gedrückt hätte. Ich glaube, ich habe wirklich nur Vision gedrückt. Hier bei der Sache lassen wir es jetzt nicht offen, also hier sage ich schon direkt fest, ja, es ist Vision am Start, ich werde den Vision drücken, ich werde es euch auch dann gleich zeigen, wie ich ihm das eben reindrücke. Bei Aim Assist habe ich da nicht allzu viel gesehen, Bunny Hops habe ich jetzt nicht drauf geachtet, der springt hier rum, aber das sind keine Bunny Hops, vielleicht macht er noch hier irgendwas am Ende. Ich meine, so blatant wie er halt seinen Vision benutzt, ist natürlich auch, ja, sind die Frags halt auch easy, vor allem wenn die Leute da gemütlich reinlaufen. Und er dann einfach abdrücken kann oder nur noch abdrücken muss. Da ist auch jemand richtig chillig. Den da oben holt er sich auch, ne? Ah, wobei, jetzt würde ich hier am Ende sogar fast sagen, ich bin mir hier gar nicht so sicher, ob da nicht auch Aim Assist am Start ist. Ne, bei den Dingern, er ist nebendran und dieses, wenn man guckt, wie sein Placement und sowas ist. Ach, scheiße, das habe ich ja nicht drauf geachtet, das ist die letzte Runde. Gut, aber da hat es auf jeden Fall gefehlt. Und da auch. Okay, nee. Ich lasse Aim mal weg. Ja, also Vision zu 100%, Ada, no. Und Griefing auch, no. Submit und let's go. Danke hier wieder für die Einsicht ins Major. Sehr, sehr edel. Also, meine Damen und Herren, würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt, ob da jemand eben die Einsicht hat, wie das so aussieht mit den Preisen und so weiter und so fort. Achso, da fällt mir ein, die Auflösung eben war für den Fall von vorletztem Mal und nicht der vom letzten Mal. Ich hatte gerade eben das Video, das sowas hieß wie, warum haben so viele Cheater-Skins? Das habe ich eben aufgelöst. Den anderen, den weiß ich gerade nicht auswendig. Muss ich noch gucken, das lege ich dann beim nächsten Mal nach. Aber wie gesagt, ihr habt das ja gesehen, was ich ihm gedrückt habe. Würde mich, wie gesagt, sehr interessieren, was ihr zu dem ganzen Thema sagt, ob ihr da irgendwas im Kopf habt aktuell mit den Preisen und vielleicht auch Infos, was halt gerade so im Trend ist, was gerade genutzt wird und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen, vielen Dank für die Kommentare. Beim letzten Video habt ihr euch wieder überschlagen mit den Kommentaren. Danke dafür. Haut da soweit rein. Wir sehen uns in den Livestreams natürlich, falls ihr Zeit habt. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Oder halt dann einfach im nächsten Video. Bis dann. Danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare, danke für die Likes. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.